Die Eckdaten für unseren persönlichen Alpenride. 14 Tage, 5 Unterkünfte mit jeweils 2 bis 3 Übernachtungen, tägliches Tourangebot über ca. 250 Kilometer und auch die Tour zwischen den Unterkünften sollte sich daran orientieren. Autobahnnutzung ausschließlich auf der Anreise mit Pkw und Trailer bis zum Abstellort in Niedereschach, Schwarzwald. Unsere Motorradtour führte uns startend im Elsass über 5 weitere Etappen entgegen dem Uhrzeigersinn durch die französischen und Schweizer Alpen zurück bis in den Schwarzwald. Das kleine Städtchen Kinzheim zwischen Straßburg und Colmar gelegen, empfängt uns recht farbenfroh und urig. Wir merken schon, dass Corona-bedingt deutlich weniger Besucher da sind, aber uns reicht ja im Prinzip ein Restaurant, wo wir unser Abendessen einnehmen können. Die Wegstreckenplanung habe ich am heimischen PC mit Coviga.de gemacht. Die geplanten GPS-Routen habe ich über Locus Map Pro auf meinem Karte in der iPad abspielen lassen. Das hat wunderbar funktioniert. Auch die Meidung der Autobahn- bzw. mautpflichtigen Strecken in der Schweiz. Für jeden Tag hatte ich eine kleine Tour im Angebot, meist landschaftlich geprägt und viele kleine und kleinste Sträßchen, die wir befahren konnten. Die Helmaufnahmen habe ich mit der Senna 1010 Evo gemacht. Zu sehen ist hier auch das Carpe Ita iPad, mit dem ich navigiere. Ich habe mir halt die Routen aus Coviga.de über Locus abspielen lassen. Am dritten Tag führt uns unsere Reise weiter in den Süden, ca. 250 Kilometer. Die zahlreichen Cols in Südfrankreich tendieren jetzt allmählich in den vierstelligen Bereich. Wir fahren durch zahlreiche Naturschutzgebiete der Département d'Oups bzw. Jura. Die nächste Etappe führt uns in die Savoyer Alpen und wir finden eine Unterkunft unweit des Genfer Sees. Der Hausberg ist der Aillon, bietet einen fantastischen 360-Grad-Ausblick sowohl auf die Seeseite des Genfer Sees als auch auf die nahen Alpen. Wir befinden uns immer noch im französischen Teil. Zahlreiche Brücken säumen unseren Weg und unterstreichen die zunehmende Topographie. Unsere Unterkunft Les Loges de la Parese liegt in den Savoyer Alpen und wir machen uns hier auf den Weg zum Hausberg, der locker im vierstelligen Bereich hoch ist. Die Erfahrung mit eigenen Anhängern, mit unterschiedlichen Ladeflächen und unterschiedlicher Beplanung favorisiert dieses Mal den Test eines abhängbaren Motorradanhängers von Cochet. Als 500 Kilo Anhänger bietet dieser mit 340 Kilo Zuladung mehr als ausreichend für die 240 Kilo schwere Boxer. Einfacher habe ich noch nie einen Motorradanhänger alleine verladen und sicher, zuverlässig und mit minimalem Mehrverbrauch des Zugs.
Nach einem gemäßigten Fahrtag und ausgiebiger Badepause im Genfersee verlassen wir heute Frankreich und überqueren die Grenze der Schweiz. In der Schweiz meiden wir alle Straßen mit grünen Hinweisschildern und fahren teilweise kilometerlang durch Obstplantagen, die relativ nah an der Autobahn stehen, teilweise aber auch etwas abgesetzt über kleinere Pässe. Mit Grimsel, Foka, Gotthard und Nufenpass werden die zahlreichen Passstraßen namenhafter. Am Sonntag legen wir einen Ruhetag ein und erklimmen die Höhen mit der Bergbahn. Das sind mal eben knapp 2000 Meter, wo es hochgeht. Das Saastal ist umgeben von insgesamt 18 Berggipfeln mit mehr als 4000 Metern. Wir befinden uns hier auf ca. 3300 Meter. Skifahren ist nicht mehr möglich, aber zahlreiche Mountainbiker stürzen sich in ihr persönliches Downhill. Wir sind aus dem Wallis bis nach Graubünden gefahren und die Nähe von Davos ist wirklich ein Eldorado für Passstreckenliebhaber. Egal in welche Richtung man fährt, überall sind herrliche, kurvenreiche Strecken und der höchste in der Umgebung ist natürlich das Stürzerjoch.
Ein Besuch im Baubezirk Samnauen bietet sich an. Erste Mal für mich ist, dass ich die südliche Zufahrt nutze. Die ganz schmalen, unbeleuchteten Tunnel haben es in sich. Dass die Spritpreise gut 25% preiswerter sind als bei uns, müssen wir mal eben ausnutzen. Geplant war an diesem Tag eigentlich eine große Runde, die auch über das Stülzer Joch führen sollte. Witterungsbedingt, also es zogen Regenwolken auf, haben wir mehrfach die Fahrtrichtung gewechselt, sodass wir am Ende auf das Stülzer Joch verzichten mussten, aber in Livigno, der italienischen Zollfreihandelszone, haben wir noch einen Abstecher hinzugefügt.
die Rückfahrt von Davos in Richtung Schwarzwald in grobe Richtung Bodensee. Wir sind dabei nicht ganz trocken geblieben, haben aber trotzdem wieder ein sonniges Plätzchen gefunden, um uns zu trocknen, aufzuwärmen und eine Kleinigkeit zu waschen.